Das ZSC1 TV-Update wird präsentiert vom Hotel Meiringen, das moderne, gediegene Hotel mit den persönlichen Noten im Herz der Schweiz. ZSC Lions könnte den Sack leider nicht zumachen und verlieren gegen Lausanne mit 1-2. Das ist natürlich eine unangenehme Überraschung. Nach dem 7-1-Sieg in Lausanne haben wir sich sicher gefühlt, vielleicht allzu sicher. Und hat schon gesagt, auf Lausanne abreisen, wenn wir nicht einmal, wir machen den Sack zu. Und dann ist es wirklich ein bisschen mühsam auch geworden. Chancen sind da gewesen, nicht können ausgewertet werden. Aber einmal mehr, das Bollwerk von Lausanne hinein hat dicht gegeben. Wo man dann seit noch erzielt haben durch den Schennen, habe ich gedacht, es kommt doch noch prompt der Ausgleich. Und dann, es ist fast nicht wahr gewesen. 2-1-Führung von Lausanne wegen einem katastrophalen Abspielfehler von Maurice Trachtler. Sonst eine sonnensichere Stütze. Jetzt gehen wir nochmal nach Lausanne und vielleicht sogar nochmal ins Hallenstadion. Ich würde meinen, einmal nach Lausanne, das lange. Eben, Chance haben wir ja genug gehabt. Ich glaube, am Samstag machen wir den Sack zu, oder? Das hoffen wir fest noch. Also, ganz ausgespielte Chancen sind es auch nicht gewesen. Die von Lausanne sind dadurch klarer gewesen. Es ist oft das Gewürlig vor dem Goal. Und die Lausanne haben das einmal mehr ganz hervorragend gespielt und ihre Goalie abdeckt. Ob Fans auch noch so optimistisch sind wie wir, das können Sie jetzt gerade fragen. Ja, also ich würde sagen, die ZSC hat ein bisschen zu wenig gebracht. Und die Schiedsrichter sind eigentlich nicht playoff-würdig gewesen. Aber ich glaube, sie sollten den Job packen. Und das heisst ja, dass sie eigentlich in dieser Ambiance von Lausanne fast lieber spielen als hier im Hallenstadion. Ja, sie sind sich ein bisschen sicher gewesen. Führen ja und haben sich ein bisschen locker genommen, das Gefühl. Aber schade. Ja, ich glaube, sie haben ein bisschen geschlafen heute. Definitiv, oder? Und Chancen haben sie gehabt, aber der letzte Zwick hat gefehlt, oder? Aber sie brauchen das irgendwie, ja. Das ist typisch ZSC, oder? Jetzt gehen wir alle auf Lausanne und ja, ich gehe es auch Lausanne, dass sie zu Hause nochmal spielen können, definitiv, oder? Ja, es war schade, dass am Anfang die gute Chance, die sie nicht ausgenutzt haben. Nachher hat Lausanne sehr gut verteidigt und ZSC war nicht so zwingend gewesen, wie sonst damit. Ja, schlecht gespielt. Super angefangen, kein Goal gemacht, abgebaut. Und nachher einfach nur noch hinten rein, also wollen den anderen zuschieben. Jeder hat die Verantwortung am anderen gegeben. Und ja, leider verloren. Müssen wir halt nochmal auf Lausanne. Pech gewesen, aber sie haben es einfach ein bisschen verkachelt. Und, meine, die erste Halbzeit war gut gewesen, also der erste Drittel war gut gewesen. Und nachher haben sie einfach irgendwo hinten durch zu wenig gemacht in der Verteidigung. Und vorher haben sie einfach nicht geschossen und vor allem kein vernünftiger Schuss ist aufs Goal gekommen. Das war einfach schade gewesen. Ich glaube, sie haben keine Energie gehabt. Sie haben gedacht, nach dem zweiten Spiel waren sie aufgewacht. Heute Abend haben sie gedacht, ja, wir winnen schon, oder? Ich wäre froh, wenn wir einen Zuwürden machen. Das wird heiß da sonst. Aber ja, hoffen wir sind los an. Nochmal ein 7-1, wäre schön. Nein, wir nehmen noch eins mit. Wir machen es fertig am Hallenstadion. Sicher haben sie sich gefühlt, das sagen Fans. Wie das der Severin Blindenbacher sieht, das erfahren wir jetzt. Er ist beim Intro beim Walter Scheibli. Und nach dem Intro haben wir dann noch einen speziellen Gast hier im ZSC Lions TV. Severin Blindenbacher, eine böse Überraschung. Da hat man sich so gefreut, hat geglaubt, auf Lausanne aber gehen wir nicht mehr. Heute machen wir den Sack zu. Hat man sich allzu optimistisch begeben. Ja, nein, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben den Gegner nicht unterschätzt. Wir haben einfach nicht unser Spiel gespielt. Und dann, ja, dann ist der Gegner halt doch gut genug, um uns können schlagen. Was ist denn euer Spiel? Ja, wir haben uns sicher vorgenommen, aggressiver zu spielen und schneller zu spielen. Schneller tief zu gehen und ihre Verteidigung mehr unter Druck zu setzen. Und eben, wie gesagt, das ist uns heute nicht optimal gelungen. Ich glaube, die Chancenauswertung ist auch nicht super gewesen. Sie haben nicht viele Chancen gehabt, aus diesen paar Chancen haben sie halt ihre Goal geschossen. Und eben, ich meine, jetzt, wir sind immer noch 3-2 vorne und es ist eine Best-of-Seven-Serie. Also wir müssen auf Lausanne und dort unten halt den Sack zu machen. Es ist auch nicht einfach, gegen die Lausanne zu spielen. Hinten wird barrikadiert, es wird ein Zweikampf gesucht und ein Entlastungsangriff. Und zweimal ist es gelungen. Ja, so ist es halt manchmal im Sport. Es geht manchmal schnell und es läuft manchmal nicht optimal, aber eben. Wie gesagt, wir sind immer noch 3-2 vorne. Wir glauben immer noch uns.
Und eben, ich kann mich nur noch mal wiederholen. Ich glaube, wir können übermorgen den Sack zumachen lassen. Und ich spüre die Zuversicht, Severin Blindenbacher. So muss es ja spielen gehen und dann kommt es sicher gut raus. Und dann freuen wir uns auf das Halbfinale. 9 Saisons hat er beim ZSC gespielt. Jan Elsten, immer ein toller Typ gewesen. Beliebt im Publikum und beliebt auch bei den Reportern. Besonders bei mir. So manches Interview habe ich mit ihm gemacht. Jetzt ein neuer Job. Sportdirektor bei Lausanne und heute Direktor von einer erfolgreichen Mannschaft. Ja, wir sind zufrieden. Das war ein hartes Spiel. Wir wissen, die Mannschaft von Zürich ist sehr, sehr stark. So, ja, wir sind froh mit dem Resultat. Man hat natürlich in Zürich geglaubt, diese gewaltige Niederlage in Lausanne wirft die Waadtländer aus der Bahn. War nicht der Fall. Ja, ist klar. Das letzte Spiel war sehr, sehr hart für uns. 7-1 war ein großes Resultat für Zürich. Aber die Jungen glauben immer noch, gibt es immer noch Leben. So, wir spielen as hart wie möglich, ja. Als der ZSC 1-0 in Führung ging, habe auch ich gedacht, jetzt kommt der Stein ins Rollen. Er kam aber auf der anderen Seite. Ja, nein, diese Mannschaft von Zürich ist immer gefährlich. So viel Talent, so viel Schnelligkeit. So, wir müssen immer sehr gut spielen in der Defensivzone und der Torhüter war sehr, sehr gut heute Abend. So viel Lob für den Gegner, da müsste es eigentlich im nächsten Spiel in Lausanne reichen. Für den ZSC. Ja, genau. Für uns nächstes Spiel ist zu Hause. Wir sind froh. Wir sind froh für unser Publikum auch. Hoffentlich haben wir einen tollen Abend. Das sind Sie, Jan Elsten. Und ganz im Stille glaubt er natürlich noch an Sie, Lausanne. Unmöglich ist es nicht.